kleines Häuschen, was wir uns im wahrsten Sinne des Wortes mal eben schnell anschauen. Draußen wurde frisch gearbeitet. Sämtliche Sträucher und Bäume sind weggerodet worden. Und wir vermuten, dass hier sehr bald der Abriss beginnt. Weil sanieren wird sich hier nicht lohnen. Rein vom Bauchgefühl her machen wir jetzt ein bisschen flotter. Das ist vor allem ein sehr kleines Häuschen. Dekoriert ohne Ende. Wir müssen ein bisschen mit der Lampe aufpassen, dass wir nicht auf die Fenster leuchten. Guckt euch mal diesen großen Spiegel an. Wahnsinn. Das ist tatsächlich, das ist Außenwand. Und das ist schon Außenwand. Dieses Haus ist nicht breit. Das sind vielleicht 4 Meter. Wenn überhaupt. Zeitschriften, alte Bilder. Söhneken. Eine alte Bürste. Sehr schön. Eine alte Kiste. Durch diese Bürste an, die ist doch mal toll. Ich gehe mal nach oben. Dann betreten die Räume vorsichtig, Florian. Denk dran, da war der Boden weg. Es gibt noch eins höher. Oh ja, genau hier. Und da oben auch. Hey, hey, hey. Den Truhen, den sie früher verwendet hat, wenn man auf Reisen gegangen ist. Wahnsinn. Was eine schöne Zeitkapsel. Ich kann mich gar nicht im Spiegel sehen. Ich bin ein Vampir. Oh, der Boden knarzt. Also dieses Haus ist echt der Wahnsinn. So schmal. Aber ich gehe nicht rein, das ist mir zu heikel. Guck mal, diese Frisierkommode, oder wie das heißt. Es ist tatsächlich so breit, nur dass zwei Zimmer sind. Und das war's. Das ist irre, ist das. Oh, da oben ist der Dachboden schon. Mal eben gucken, hier liegt ein Brief. Kleines, schmales Häuschen. Oh, hier liegen noch Kronleuchter. Das Dach ist durch. Und dort, ich weiß nicht, ich traue den der Substanz hier nicht so ganz. Ja. Vorsichtig. Hier rauf. Alten Thron, das alte Porzellan, jo. Sneakern drin. Wahnsinn. Kleine Puppenstube hier. Autsch. Lass mich erstmal wieder runter, bevor du hochkommst. Ich traue dem Material hier nicht so wirklich. Die auch rückwärts die Treppe runter. Die ist so steil. So. Stehen noch Damenschuhe. Das wird garantiert jetzt bald abgerissen. Wie man sieht, draußen ist alles weggerodet worden. Kann man nicht mehr rein. Der Boden ist so übel. Ich hätte da hinten die Kiste gereizt. Da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber ich glaube, hier gab es noch einen Keller, habe ich richtig gesehen, ne?
Holz, das ächzt. Also irgendeiner hinterlässt in sämtlichen Lost Places seine Initialien. Dieses WB, das findet man in ganz, ganz vielen Places. Esszimmer. Ja, und der Keller, da gehe ich nochmal runter. Boah, das voller Mücken. Leer? Leer? Ups. Nicht leer. Aber da gehen wir nicht raus. Wir nehmen den originalen Ausgang. Hier ist nichts. Ist nichts. Wieder hoch. Ah, wie verbraucht, ne? Das ist Wahnsinn. Wir gehen jetzt hier nochmal in die Küche. Dann mache ich hier auch eben meinen Abschluss. Weil so viel ist jetzt hier nicht. Hier liegen noch alte Bücher. Was? Du willst nicht wirklich den Kühlschrank aufmachen? Oh, bitte nicht. Ich weiß, was da für Gerüche rauskommen können. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Nee, mach auf, will ich sehen. Okay, was heißt frisch? Na, so frisch sind die nicht mehr, 15 abgelaufen. Aber ja. Wasser hält sich. Dunkel gelagert, auch in Plastikflaschen. Ja. Meine Lieben, wir sind durch. Dieses Häuschen war auch ziemlich klein, es ist nicht groß. Vielleicht hat dieses Video euch trotzdem gefallen. Wir sind raus und ich bedanke mich. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.